DFKI ist ein wunderbarer Ort, eine riesen Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren gewesen und hilft ganz viel an Know-how in Unternehmen zu bringen, auch in die Politik und die öffentliche Verwaltung. Für mich als Arbeitsminister ist die Frage, wie wir künstliche Intelligenz als neue Möglichkeit und menschliche Arbeit sinnvoll miteinander verbinden, auch der Gesellschaft Ängste nehmen. Ja, ich denke, wir sehen ja schon, dass eine KI an sich deutlich andere Fähigkeiten hat als der Mensch, mit Komplexität umzugehen, im Datenumfeld, aber auch bei heterogenen Umgebungen, die schwer zu durchdringen sind. Und dort, wo diese Daten halt vielschichtig anfallen, kann eine KI deutlich Unterstützung leisten am Arbeitsplatz, sei es bei körperlichen Arbeiten oder aber auch bei kognitiven Aufgaben. In unserer Abteilung Augmented Vision, wir entwickeln neue Technologie, um die Kommunikation zwischen Maschine und Mensch zu verbessern, privat wie auch bei der Arbeit. Das heißt, diese Informationsbereitstellung, richtige Darstellung, das ist, was uns interessiert. Das Ziel ist, dass diese Intelligenz, was wir noch auf große Rechner haben, wir simulieren sehr viel, in kleine Geräte kommt. Und da kommen wir so weit, dass wir AI, also künstliche Intelligenz, überall haben werden. Der Mensch spielt eine ganz entscheidende Rolle in der Smart Factory. Die intelligente Fabrik ist vor allem dazu da, die Produktion zu unterstützen, den Menschen zu unterstützen in der Produktion. Wir werden also eine Änderung sehen, dass vorrangig die produktive Arbeit von Menschen übernommen wird bei komplizierten und individuellen Produkten. Und wir müssen die Fabrik intelligent machen, wenn es darum geht, neue Produkte umzusetzen. Das heißt, die Planungsmechanismen müssen wir automatisieren. Klar ist, dass in vielen Bereichen künstliche Intelligenz tatsächlich eingesetzt werden wird, um Produktivität zum Beispiel in Unternehmen zu verbessern, um neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Auch für die öffentliche Hand gibt es wahnsinnig viele Einsatzmöglichkeiten. Und wir müssen dafür sorgen, dass das auch vom Menschen her gedacht wird, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.